So, da ist mir halt nicht nur Minecraft, sondern der ganze PC abgeraucht, ne? Eieiei, Daro. Ich will jetzt wissen, was da Flocke? Drin ist. Ja. Huch. Flocke, wie kannst du dir das Gehirn im Ofen erklären? Ich weiß nicht. Flocke? Ja? Flocke, was möchtest du mir sagen? Nichts. Nichts wichtig wäre. Nichts also. Gar nichts. So, ich will diesen Schaukasten nehmen. Danke. Was ist das denn jetzt für ein Buch? Warum wächst mein Zeug so langsam? Meine Güte. Was ist das denn? Ist das ein Notizbuch? Das ist ein Notizbuch. Willst du mich verarschen? Ich kann Notizen schreiben. Mit Register. Nice. Wollen wir dann nochmal auf die Suche gehen? Ja. Es wird nur jetzt gerade schon wieder dunkel. Ja, ich hab's gerade gesehen. Genau, du solltest dich dann nochmal ins Bett legen. Jawohl. Ich ganz schnell. Lass mich da hoch. Dankeschön. So, welche Farben brauche ich für den Deko-Table? Rot, grün, blau. Es ist Nacht, lass mich ins Bett! Rot, grün und blau sind die Farben. Okay. Farben der Farben. Versucht das Spiel mir gerade vorzuschreiben, wann ich schlafen gehe und wann nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Was ist das hier? Oh, meine Konflikte. Jetzt können wir schlafen. Also soll ich dann zu allem kommen? Ja, wäre vielleicht am sinnvollsten. Okay. Weil dann, wie gesagt, du solltest ja den Weg von hier aus wissen. Weil von hier ist es am einfachsten zu orientieren. Ah, super. Siehst du? Ich liege. Ja, wunderbar. Regnet es gerade? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, das war ein kurzer Regen. So, ich stehe vor der Hütte und warte auf dich. Ich bin unterwegs. Ich kann ja jetzt schon mal spoilern. Es wird in ferner Zukunft erst, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es das geben wird. Irgendwann mal eine Minecraft Life in the Woods Season 2 geben. Mit einem eigens zusammengestellten Modpack, was ich gerade am Zusammenbasteln bin. Nur es gibt hier und da noch ein paar Mods, die leider noch nicht für die aktuelle Version geupdatet sind, die ich dann benötige. Wie? Ich dachte, wir spielen jetzt erstmal 3000 Folgen hier. Ja, wie gesagt, ferne Zukunft. Aber diese Cornflake-Alm hier wird in der zukünftigen Season wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Mir verrate ich nicht. Ist dem so? Dem ist so. Die Cornflake-Alm wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und spielt in der nächsten Season eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie sich das anhört, wenn du mit deinem Schwert Büsche aberntest. Klonk! Guck mal, ich hab das für dich. Was hast du denn? Ein Loch. Mist. Schon wieder kein Platz. Eigentlich braucht ja nur einer von uns beiden ein Goldschwert, weil ich kämpfe ja mit Flockes Fantasie. Komm, du Träumer, lass uns mal losziehen. Wohin? Also, von der Cornflakes-Alm aus einfach in diese Richtung. Da komme ich doch gerade her. Ich weiß.
bereite dich auf einen langen, langen Weg vor. Sind wir bald da? Es ist doch weit. Hunger, Pippi, kalt. So. Möchtest du ein Wanderlied anstimmen? Nee, tatsächlich nicht. Das mag Wanderlieder nicht so sehr. Ist das Craft, das Lust, das nicht? Die mich beruflich mit dem Wandern zu tun habe, kannst du dir vorstellen, dass ich viele Dinge in meinem Leben gesehen und gehört habe. Eher gehört. Gegen gewisse Dinge, gewisse Abneigungen entwickelt habe. Aber. Was hast du denn gegen ein bisschen Slayer beim Wandern? Die Luft ist frisch. Das war jetzt eher Rammstein. Die Kuh auf dem Tisch. Ja, stimmt, das ist eigentlich eher Rammstein. Frischluft. Frischluft. Na dann. So. Monkey Island Musik. Ah, oh, sehr schön. Das ist doch immer noch die schönste Wandermusik. Ja, oh, Monkey Island habe ich ja auch noch auf der Platte. Das wollte ich ja auch irgendwann let's playen. Aber, ah, oh, das wird ferne Zukunft. Bis dahin gibt es wahrscheinlich schon Life in the Woods Staffel 3. Wahrscheinlich. Ich habe ja eh so viel, was ich noch spielen will, halt auf meinem Kanal. Mein Chef schreibt mir gerade in WhatsApp, Flocke, natürlich hat er Flocke geschrieben. Ja, natürlich, so heißt du doch auch. Ja, mit natürlich. Vor- und Nachnamen. Richtig, Flocke und TV. Du hast am 23. Mai frei. Viele Grüße, dein Chef. Und ich so, geil! Okay. Ist ja nicht so, als ob ich ihn morgen sowieso sehen würde. Also mir das natürlich jetzt das wäre zu einfach. Denk doch mal mit. So, bist du noch hinter mir? Ja, natürlich. Okay. Ich bin also direkt bisher hinter dir. Hast du dir den Weg gemerkt, oder? Natürlich nicht. Ja, habe ich. Ja, wir sind ja bisher nur geradeaus gegangen. Außer gewisse Umwege eben zu Bäumen. Was hast du da? Oder? Was denn? Hier ist ein Schwein mit Selfie-Stick. Bestimmt auch YouTuber. Ja, wahrscheinlich. Ja. Beauty-YouTuber. So. Das ist die Messerschneide. Dann gehen wir hier entlang. Einfach immer an dieser Felsklippe lang. Und quasi einmal außenrum. Genau, einmal komplett außenrum. Oder es gibt wir schwimmen es gibt da hoch. Nee, tun wir nicht. Du kommst nämlich auf der anderen Seite nicht runter. Oh. Auch eher suboptimal, ne? Wenn du dich mal kurz nach rechts wendest und in diese Spalte hier reinschaust, dann weißt du wieso. Da nicht reinlaufen, nur mal reingucken. Er hat Spalte gesagt. Ich bin erwachsen. Ich bin schon in der fünften. Hier rein? Nee. Immer weiter. Ich stell mir das so cool vor, da oben so drauf zu leben und das Ganze dann so mit so Hängebrücken zu verbinden. Du kannst ja da eine Stadt in den Steinen machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hast du mit dem World Generator angestellt? Nichts. Das ist alles so frei generiert. Das war ich nicht, das war schon vorher so. Ja. Oh, schau mal, eine Höhle. Fall dann nicht rein. So. Fallen, nein, freiwillig reinrennen, ja. Was? 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 So, hier hört die ganze Szenerie auf. Das heißt, jetzt gehen wir hier einmal außen rum. Au. Ich kenne Abkürzung. Ich habe abgekürzt.
Was bist du? Alter, diese Grillen im Ohr. Ach Gott, ich hatte gerade eben schon wieder Standbild zum Mini-Herzinfarkt. Kommst du? Mühsam ernährt sich das Murmeltier. Hier ist doch auch schön. Ja, hier ist auch schön. Aber nicht so schön also, wie da, wo ich bin. Von den fliegenden Dingern da. So, wir sind jetzt quasi einmal um dieses Gebirgsding außen rum gelaufen. Ja. Merk dir einfach, wenn du durch diese grüne Fläche durchgegangen bist. Oh, Kupfer! Dann kommt hier als nächstes, da vorne siehst du schon, ein Palmenfeld. Ach so. Und dieses Palmenfeld, dort haben wir unser schwarzes Loch. Das halt da nicht zu nah rangehen. Hier am besten rechts rum. So, nee, ich muss ganz kurz mich orientieren. Ich weiß, wo wir lang müssen. Achso. Du musst ja wissen, wie du jetzt bist. Nee, ich dachte gerade zu der Schlucht, wo ich mein Zeug verloren habe. Ja, nee, ich weiß, wo das ist. Wir müssen nur hier einen Bogen um das schwarze Loch machen, weil dann zu sterben. Nee, also ich war da relativ nah dran an dem schwarzen Loch, mir ist nichts passiert. Ja, das sagst du nicht, wenn du zu nah dran bist. Ich war bei dem einen Grabstein von, ich glaube, Sinuste war das. Und hab den gelootet. Das heißt, ich war sehr nah dran. So, ab hier schaltest du jetzt erstmal den Wegemerker aus. Denn den Wegemerker, den brauchst du jetzt erstmal nicht. Das ist nicht der offizielle Weg. Au. Was für ein offizieller? Achso, der zu dir. Ja. Oh, hier ist Treibsand. Oh, ich sag's noch. Oh, ich kann nicht buddeln, weil du da bist. Hallo. Aua. Buddel dich frei. Freiheit! Fürs Team. Endlich. Ah, so. Da vorne ist dein Kram. Ja, ich seh's. Oh, die schönen Items. Zum Glück haben wir die Grabsteinmod drin. Ja. Mungi wäre alles schon längst verloren. Oh, da habe ich mich mit ein paar Zombies zu viel angelegt. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch erstmal ganz schnell schlafen, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Und wirklich wieder Zombies haben. Ich lieg schon drin. Ja. Ich nicht. Legst du mich kurz ins Bett? Gleich. Wenn ich alles hab, was ich brauche. Du weißt schon, dass du danach weiter looten könntest. Ich hab nur Angst, dass wir gleich beide uns gesagt haben, wie wir neu sorgen müssen. Ja. Ich hab kein Bett dabei. Ich höre einen Zombie. Ich hab kein Bett dabei. Oh nein. Oh nein, das sind die Zombies. Wir haben keine Chance. Dann lauf! Wohin? Wir laufen ja nur in unseren Tod. Lauf nicht irgendwo hin und sterb wieder. Und warum haben wir gegen die keine Chance? Weil das die Zombies sind, die riesengroß werden, wenn du darauf schlägst. Wenn du was? Die werden groß, wenn du auf sie schlägst. Oh. Das ist vielleicht nicht so gut. Komm, dann flieh doch vor denen. Ja, aktuell der hier im Wasser ist ganz easy. Wo bist du denn? Bist du schon weit weg? Über dir.
über mir. Also ziemlich genau über dir. Sag mir mal, wenn von der Seite irgendwas auf mich zukommt. Ja, also da kommen ja gerade zwei, links kommt einer. Sehr gut, der erste ist tot. Ach, du bekämpfst sie jetzt also doch? Ja, ich versuche das jetzt hier am Wasser. Die scheinen hier nicht größer zu werden. Entschuldigung. Scheiße! Von hinten hat mich irgendwas geschlagen. Was sind drei? Ich lenk sie ab! Mach was! Ich bin schon da. Wie okay, eins. Von rechts kommt noch einer, habe ich gesehen. Ja. Einer hat schon angefangen größer zu werden gerade. Der wird auch größer. Wegen denen habe ich mein beliebtes Schwert verloren. So, jetzt hast du wirklich kein Bett mit, oder wie? Ich hast du da auch kein Bett drin? Hab kein Bett mit. Achtung, da kommt einer hinter dir. Kommen zwei. Ja. Da kommen die alle her. Der eine ist gerade da in der Luft gespawnt aus so einem Loch raus. Vielleicht spawnen die hier wegen diesem Anomalie-Ding. Was für ein Anomalie-Ding? Das, was hier direkt vor mir in der Luft schwebt. Ah ja, das kann sein. Das ist aus Taumcraft. Die muss man später mit einem Taumodikum, keine Ahnung wie das heißt. Taumodikon, ja. Taumodikon. Ich kann ihn nicht schlagen! So, bist du hungrig? Nein, ey. Jetzt ging's wieder. Ich hatte wahrscheinlich Lag oder so. Ich versuche mal das Taum-Dings kaputt zu machen hier. Geh weg. Geh weg. Ja, die spawnen hier aus der Luft. Geh weg. Shit, das geht nicht kaputt. Geh weg. Und sei tot. Geh kaputt. Alter. Diese Zombies, nein, von hinten! Hast du mich gerade geschlagen von hinten? Nein! Flocke, wir müssen hier aus dem Tal verschwinden. Ja, ich weiß. Schnapp dir deine Sachen, die dir noch wichtig sind. Ich hab, was ich brauch. Komm schon, geh drauf. Soll ich das restliche Zeug einfach rauswerfen? Ah. Müssen wir tagsüber machen. Hinter dir. Scheiße. Das müssen wir tagsüber machen. Du kannst eigentlich nur das wegwerfen, was da drin ist. Das ist alles Zeug, das ich nicht brauche. Ich werde allerdings jetzt nicht mit dir weiter in Richtung meiner Heimat laufen. Zu weit. Aber wir müssen irgendwie von hier zumindest mal weg. Weil ich habe jetzt auch kein Schwert mehr. Ah, warte mal, ich kann dir noch eins geben. Da, ich versuche mal hier erstmal. Wo bist du denn? Zu kommen. Hier, um die Ecke warte, vorne. Warte. Ich kann dir gleich ein Schwert geben. Sehr gut. Was eine Action. Musst du auch ausgerechnet hier sterben, oder? Ja, du weißt ja jetzt, warum ich hier gestorben bin. Lass mal irgendwie einfach irgendwo hochgehen, dass wir einen Überblick haben. Aber interessant zu wissen. Mit der Anomalie, ne? Dass die aus der Anomalie spawnen, genau. Oh, hier ist ein Ende. Geh da nicht hoch. Da ist Scheiße, Ende. Ich hab ihn schon angeguckt. Scheiße. Und der Zombie ist hinter mir her. Und da oben sind Skelette und Spinnen. Oh, Flocke, wir haben ein Problem. So. Was? Schwert.
Ich hab dir doch eins hingeworfen. Wo denn? Da hinten. Wo in etwa? Warte. Noch unten oder oben ja, schon? Ja, unten. Alter, die Kuh. Aggressives Moon. Alter. Alter, jetzt schnell hier weg. Jetzt reicht's mir. Ich will hier nicht drauf gehen. Komm. Halte ich da gar nicht einfach auf. Dann scheiß drauf, dann habe ich halt kein Schwert. Lass mich alle in Ruhe. Ah, ich hab. Ah, jetzt bin ich langsam, weil ich kein Essen mehr hab. Scheiße. Alles gut. Solange du die mir vom Hals hältst. Oh Gott, hat mich das Schwein gerade. Ah, hinter dir. Alter. Hoffentlich wird's bald Tag. Das ist gerade auch ein Erlebnis. Die Sonne geht auf. Da vorne geht die Sonne auf. Ja, ich seh's. Wir haben's geschafft. Wir haben die Nacht überstanden. Ich glaub's gar nicht. Alter Schwede, das war. Dann können wir ja auch gleich nach deinem Schwert suchen. Ja. Oder einfach drauf scheißen und gehen. Nee, ich hätte auch gern die Melonen, die du da liegen hast. Die will ich vielleicht Melone. Nehmen. Da unten das Skelett-Heini. So, dann machen wir uns hier mal ein Ding auf die Karte. Aua! Was war das? Ah, eine Ratte. Das Skelett-Hans da unten. Nee, ich wurde von der Ratte angerattet. So, Penner. So, genau da, wo du jetzt gerade bist, müsste das Schwert liegen. Ah, ich glaube, hab ich's aufgesammelt? Ah, ich glaube, ich hab's aufgesammelt. Du hast es gerade aufgesammelt, ja. Ich hab's aufgesammelt. Sehr gut. So, jetzt zurück an den Place. Stirb. Scheiße, ich hab einen Zombie-Kopf gekriegt. Kann ich die auch? Was werfe ich dir jetzt dafür weg? Ich kann sie dir auch tragen. Ich habe noch einen Platz im Inventar frei gehabt. Das wäre cool, ja. Dann auf zu dir. Hast du die Melone? Ja. Sehr gut. Aber dann würde ich gerne zumindest noch. Kannst du den anderen Schmotter noch herausnehmen, dass du den Grabstein irgendwie abbauen kannst? Achso, ja, klar. Da habe ich jetzt gerade voll nicht dran gedacht. Ah, überall diese Viecher. Ich kann das leider nicht tun. Warum nicht? Weil du nicht fremde Gräber plündern kannst. Du kannst nur einen Gegenstand rausnehmen und dann Sense. Okay. Gut. Haben wir das auch. Und Abmarsch. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder dahin zurück, wo quasi das schwarze Loch ist. Von da aus orientieren wir uns dann wieder weiter. Wie du zum schwarzen Loch kommst von der Hütte aus, das hast du jetzt das habe ich im Kopf. Ich werde mich jedes Mal verlaufen. Prinzipiell. Ich muss ganz kurz mir was zwischen die Backen hauen, am besten nicht die Melone. Ich hab Zombiefleisch gegessen. Statt meiner Grape, die ich essen wollte. Naja, ist ja fast dasselbe, ne? Ja, ist kein Problem. So, also hier ist das schwarze Loch wieder. Mhm. So, dann stell dir einfach vor, wir sind jetzt gerade erst hier rumgekommen. Okay. Das ist kein schwarzes Loch, das ist eine Oase für Anomalien oder so.
Das wäre eigentlich ein cooler Name, die Oase der Anomalie. Aber ich habe jetzt die Schlucht schon tödliche Anomalie genannt. Warte mal, ich markiere das mal ganz kurz auch auf meinem Antikatlas. Wie heißt das Nabel der Welt? Was gebe ich ihm für ein Zeichen? Ich habe einen Totenkopf gegeben. Ich habe ihm so einen Marker gegeben, einfach. Also im Prinzip läufst du dann jetzt einfach hier weiter. Und dann hast du hier rechts. Siehst du, da sind auch wieder so ein paar Palmen, da hältst du dich einfach leicht rechts. Mhm. Und dann kommst du hier zu den Grimsons, da einfach ein bisschen Abstand halten dazu. Wenn du die siehst, bist du richtig. Dann töten wir die auf. Nö, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Einfach hier geradeaus weiter. Warum ist der Sand schwarz? Wo ist hier das Sand schwarz? Ist das Sand? Das ist Öl. Das ist Sand. Oder? Ah, natürlich ist da Öl. Drüber. Ich bin dumm. Ich hab nichts gesagt. Was? So, dann geht's hier in diesen dichten Wald. Pass auf, hier links ist eine Schlucht. Ja, Rohstoffe, was? So. Dann geht's hier wieder runter. Der Weg wird später übrigens genauso, wie wir jetzt gelaufen sind, dann auch sein. Mit Brücken und allem, was dazugehört. Und so. Warnschildern dann am schwarzen Loch. Und dann hältst du dich einfach ab hier irgendwie so ein bisschen nach links. Also. Mal gucken, man kann ja irgendwie Warnschilder machen. Ich glaube, aus Kalk machst du die. Warnschilder? Was für Warnschilder? So Warnschilder halt. Vor was willst du denn warnen? Ja, vor dem schwarzen Loch natürlich. Ach so. So, wenn du hier diesen Berg siehst, bist du richtig. Ah, der ist mir zu grün. Das ist voll die Idylle. Ja, jetzt sind wir auch fast da. Guck mal, Kürbis, ich hab gehört, die sind selten. Ja. Ist klar. So. Ah, da. Da ploppt schon mein Haus auf. Das ist die Rückseite des Hauses, wo ich gerade am Bauen bin. Da für eine Ebene drauf. Da wird eine Gartenebene angelegt. Der Streifen, den du da siehst, das ist nur der Begrünungsstreifen, den ich mir gemacht habe, um das Gras quasi da irgendwie hochzukriegen. So, hier sind wir. Was ist denn das da unten? Hügelgrab oder was? Das ist ein Dungeon, das der Sinister und ich ausgenommen haben. Und da ist jetzt gerade momentan meine Felsmine. Da hole ich mir meine Steinsachen. Schön hast du es hier. Schon, oder? Ja. Ich finde es hier ein echt schönes Fleckchen. Du hast keinen Platz in der Kiste. Ich hätte dir da jetzt die Melone reingelegt und hätte sie dich suchen lassen. Oben im Haus ist auch noch eine kleine Kiste. Ich weiß nur nicht, ob da auch Platz drin ist. Hier direkt neben der Workbench. Das Haus an sich ist noch relativ leer. Ich sehe. Ich sehe. Gefällt dir denn die Brücke, die ich da unten hingestellt habe? Da habe ich gestern in der Aufnahme ein bisschen dran gebaut gehabt. Hübsch, hübsch. Sieht aus wie natürlich generiert. Ja, ich habe versucht, mir Mühe zu geben. So, jetzt muss ich ganz kurz deine Kiste suchen. Die ist direkt, wenn du reinkommst, im Haus gleich an der Seite. Neben der Workbench.
Ah, da! So. Da ist auch kein Platz mehr. Shit. Erdbeeren. Die muss ich irgendwo anpflanzen. Wo pflanze ich die denn an? Ich habe auch keinen Platz mehr für meine Mittel. Wie nenne ich denn dein Haus? Nahtpflanze. Brokkoli. Ich brauche mehr Felder. Ich habe nicht genug Felder. Oh, shit. Knoblauch, Schalotten. Wo würden denn die Erdbeeren hinpassen? Eigentlich bräuchte ich nochmal ein separates Feld für Bärensachen. Nein. Falscher Marker. Ich möchte diesen Marker. Danke. Ich hau das momentan jetzt erstmal hier hin. Hauptsache, ich habe das irgendwo hingesetzt. Und das ziehen wir später dann um. Ich muss noch mein Inventar ein bisschen leer kriegen. So, da unten so, bist du. Die Karotte ebenso und die Süßkartoffeln. Ja. Tja, nicht genug Platz. Würde ich sagen, gehe ich morgen früh wieder los nach Hause. Mhm. Guck mal da. Grüner Pfeffer. Ah, die Melonen. Super. Danke dir. Ah, so ein Feld muss ich mir auch anlegen. Aber ich glaube, das mache ich tatsächlich. Suche ich mir auch noch einen Ort dazu. Oder ich mache das im Tal mit Sinus des Baumes und der Cornflake Alm. Was macht der Elefant? Warum sind hier Elefanten? Weil die hier sind. Warum? Ach, jetzt hat er die. Ah, oh Mann, Minecraft. Hier. Zack. Nimm. So. Zack. Willst du eine heiße Schokolade? Ja, vielleicht. Aubergine. Warum hat dein Haus noch keine Terrasse? Zuckermelone. Dein Haus braucht eindeutig eine Terrasse. Unterkürbis. Wie gesagt, da oben kommt noch ein bisschen was hin. Also das Haus wird später sich in die Umgebung integrieren. Das wird nur alles noch ein bisschen dauern. Hä? Ah, lol. So, ich baue dir hier mal gerade ein Bett auf. Hä, und wie schüssel ich mehrere Blöcke? Einfach einen ganzen Block da reinziehen, also so einen ganzen Stack. Wieder reinziehen. Ja, oben links. Mach mal Rechtsklick irgendwo hin. Ja, ah! Ah, ich hab's verstanden. Ah, ich bin klug. Hier, ich hab dir ein Bett aufgebaut. Dankeschön. Oh.